Hey und willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. So, das letzte Mal habe ich hier Sir Williams Arbeitszimmer gründlich durchsucht und ja, das einzige, was wir nicht öffnen konnten, war diese Truhe hier. So, und das Buch blättert sich von alleine um. Okay, egal. So, dann nichts wie hinaus. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Ja. Okay. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Okay, was ist jetzt los? Mein Kopf. Ist der jetzt ohnmächtig geworden? Aha. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen sind etwas das zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ja, ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Okay, wie es aussieht, war das Ende des ersten Kapitels. So, dann Kapitel 2. Zurück ins Licht. Hört sich doch schon mal gut an. Was ist das? Eine Leiche? Oder? Ein Schlüssel. Was ist das? Das ist eine Vision. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Mhm. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Doch, Henry. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Hatte Samuel wie ist das passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen?
Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Ja, klar. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Tja, dann wollen wir mal schauen. Zumindest gehen wir mal zu dem Ort, an dem Henry verunglückt ist, sag ich mal. Ja, Collier hat diesen Fall ja schon fast zu den Akten gelegt und es ist, ja, einfach ein Unfall abgestempelt. Okay, hier soll es passiert sein. Diesen Springbrunnen. Ja, Gartenteich. Laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert. Aber wie kann er nur darin ertrunken sein? Ist das wirklich so tief? Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Schaut mal, der Schlüssel, den wir in der Vision von Samuel gesehen haben. Okay, sonst noch was? Nee, glaube ich nicht. Ist das Fußabdruck? Ja. Im Dreck ist ein tiefer Fußabdruck. Er sieht ziemlich frisch aus. Von wem könnte er stammen? Tja. Wir das wüssten, okay. Springbrunnen ist immer noch zum Beispiel. Ich hätte Henry nicht bitten sollen, den Springbrunnen zu säubern. Wie hätte ich wissen können, dass so etwas passieren würde? Tja. Also ich hätte es nicht voraus können. Das Wasser ist noch trüber als gestern. Am Boden glitzert. Was kann das sein? Das Wasser ist... Okay, das war's dann hier anscheinend. Ja, geh gleich mal zum Esszimmer. Dann mal in die Küche, mal schauen. Nee, Pizza ist nicht hier. Warte mal. Zum Keller? Also der Keller war im ersten Kapitel noch die nicht offen. Die Tür steht offen. Da unten muss jemand sein. Krüffel, große Fässer. Oh, der Weinkeller. Weinfässer voller Rotwein. Jawohl. Tja, Schloss dieses sollte auch so einen Weinkeller beinhalten. Ist das noch was? Ah. Fackeln. Brunnen. Oh, da geht's noch weiter. Okay. Dieser Brunnen stammt aus den Zeiten, als das Schloss noch belagert wurde. Angeblich war er über ein unterirdisches Tunnelsystem mit dem Schloss verbunden. Aber das sind alles nur Legenden. Niemand hat diese Tunnel je gesehen. Tja,
Sind wir vielleicht die ersten? Er ist fast 30 Meter tief, aber das Wasser daraus ist nicht trinkbar. Okay, dann trinken wir nicht und wer schleift da etwas? Oder was schleift er da? Doch nichts. Messer. So, okay, bevor ich mit... Ja, das ist Bates. Rede, schauen wir uns noch ein bisschen um. Tanks. Sie sind voller Trinkwasser. Der Keller ist ziemlich kalt, also ist das Wasser immer kühl. Ich sehe nichts Besonderes, außer sauberem Wasser. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Okay, aber dann... Reden wir mal mit Pete, aber erst nachdem ich einen kurzen Schnitt wieder gemacht habe. Also, bis gleich!